Willkommen Leute zu einem neuen Roblox Video. Wir zocken heute mal Ghostbusters in Roblox mit Thomas. Genau, komm, dann starten wir mal direkt ins Verderben. Genau, wir schauen uns mal ein bisschen um und dort hinten sehe ich schon einen Geist herum. Schwirren, fliegen, wie man es nennen möchte. Die müssen wir alle einfangen und die haben auch verschiedene Stufen, glaube ich, oder? Hier steht Shaggy. Ich weiß nicht. Ghost, Shaggy. Oh, okay. Ah, jo, die stehen hier einmal mit Shaggy. Ghost und warte, der eine hatte, glaube ich, einen anderen Namen. Ich guck mal. Hä? Der ist weg. Dann habe ich auf meinen Rucksack. Ich habe jetzt 1 von 5 in meinem Backpack. Und ja, Leute, vergesst natürlich nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Leute, wenn euch das Video gefallen sollte. Es kostet nichts, den Daumen nach oben da zu lassen und ihr helft uns wirklich sehr. Genauso wie ein Abo. Einfach abonnieren, Leute, es tut euch nicht weh und es hilft uns total. Also unbedingt ein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. So. Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr im Nachhinein zu Geistern werdet. Nee, das werdet ihr nicht. Ihr werdet zu Geistern, wenn ihr nicht liked, Leute. Spaß beiseite. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir dann damit machen können mit den Geistern. Ich schätze mal, wenn wir dann einen Geist gefangen haben, bekommen wir... Oh. Okay. Ich denke mal, wenn wir einen Geist gefangen haben, bekommen wir dann, wenn wir den abgeben, Geld. Weil, warum ich gerade O gesagt habe, ist, ich habe vor uns da vorne Click to open for $200. Das heißt, wir können uns etwas freischalten für $200 dort hinten. Oh, das ist ja schon eine spezielle Welt oder so. Das glaube ich auch, so eine fortgeschrittenere. Wir sind ja aktuell noch etwas, ja, mager unterwegs mit $0. Aber sobald wir 5 von 5 haben, also 5 von 5 Geistern, dann werden wir auch mal gucken, ob wir da vielleicht, ja, ein bisschen Geld bekommen können. Bin mal gespannt, wie viel Geld man für 5 Geister bekommt. Ich weiß auch nicht, also ich sehe hier auch gar nicht diesen Item-Shop, obwohl... Ja, Ghost-Container, da ist er doch. Ghost-Container, stimmt. Man kann sich auch wieder eine doppelte Range kaufen, Movement-Speed und... Ja, es kostet natürlich... Okay, das heißt, ich gehe da jetzt hin und dann... Jetzt? $23, okay, das ist jetzt aber nicht so viel. Ja, aber geht. Lass uns mal in den Shop reinschauen, was man so im Shop kaufen kann. Es gibt hier eine Upgraded Starter Waffe, $70 kostet die, dann die wahrscheinlich 105, ja okay, gut. Dann gibt es hier noch ein Backpack, Tech Pack, okay, okay, und was ist der hier? Upgraded 50. Gut, so viel haben wir jetzt leider nicht, das heißt, wir müssen noch ein paar Geister jagen gehen. Es gibt auch noch einen VIP-Shop, aber da haben wir ja keinen Zugang für. So, und du bist weiter am Geisterjagen. Ja, genau, jetzt gerade waren ziemlich viele hier, da hinten sind auch noch ganz, ganz viele. Oh, der Geist ist einfach in die Wand gegangen. Ja, das passiert öfters. Er ist weg. Er ist weg, steht da einfach, ja, bei mir, jetzt schon wieder. Da musst du hinterher rennen, Ah, jo, man kann da, ey, klauen wir den nicht. Das hab ich den geklaut, aber ist ja halb so wild. So. Aber jetzt geht er in den Boden rein, oder? Nee, doch. Weiß ich nicht. Doch, da ist er, das ist meiner. Okay. So, dann hole ich noch einen, dann ist mein Rucksack auch wieder voll. Man bekommt gar nicht mal so schnell Geld, finde ich. Ja, es dauert, aber ich kann mir vorstellen, wenn man die erste Waffe erstmal hat, dann geht's wieder schneller. Dann geht es flotter. Nein, nur einer? Okay. Er wollte mir den vor der Nase klauen, aber nix da, nix da, nix da. So, wir haben 5 von 5 wieder. Das heißt, wir haben jetzt so 50 Dollar. Jetzt kann ich auch keinen mehr aufsammeln, steht da. Mhm. Es gibt hier auch so eine. Dann geben wir das mal wieder ab. Es gibt hier auch so eine Teleportstelle. Da kann man sich schnell teleportieren lassen zu irgendwelchen Spots. Aber das wäre echt genial. Aber ich meine, wir haben ja noch kein nichts freigeschaltet, von daher. So, jetzt habe ich $47. Ja. Das ist schon mal ein kleiner Start. Es wäre auch cool, wenn man noch so eine Animation hätte, beziehungsweise so einen Sound, wenn man irgendwie diese Geister einsaugt. Ich weiß nicht, wer es vielleicht von euch noch kennt, Leute, aber vielleicht kennt ihr das Spiel noch. Luigi's Ghost Mansion hieß es, glaube ich. Da war man als Luigi in so einem Schloss unterwegs und musste so Geister jagen. Kennst du das Spiel noch? Ja, klar kenne ich das. Das war richtig cool. Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Leute, wenn ihr das Spiel kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Es war echt ein gutes Spiel. Hatte man da nicht sogar einen Staubsauger? Genau, man hatte einen Staubsauger und musste dann durchs Schloss rennen und dann die, diese ganzen Geister sammeln. Ich weiß noch, da war ich ein bisschen jung, 7 Jahre oder 6 Jahre, als ich das gespielt habe. Da hatte ich mal Angst vor den Geistern, das weiß ich noch. Okay. Hat sich ja nicht viel geändert. So, wir haben jetzt hier $70, das heißt, ich kann mir jetzt diesen verbesserten, ich sag jetzt einfach mal, Staubsauger kaufen. Habe ich jetzt? Nee, ich habe ihn jetzt gekauft. So, da haben wir ihn in der Hand. Und jetzt können wir mal schauen, ob das ein bisschen schneller geht. Sieht er jetzt anders aus oder so? Ja, ich sehe schon, Gold. Der hat eine andere Farbe. Wie viel hast du gerade Geld? Ich muss jetzt abgeben und dann haben wir, warte. Mhm.
67, toll, da fehlt mir genau ein... Oh, wie ärgerlich. Nein, da fehlt mir genau ein Penny. Okay, den habe ich bekommen. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen nervig, dass man halt so, ja, ich sag jetzt mal, wenige Geister mitnehmen kann. Ja, also fünf Geister. Vor allem, wenn das jetzt schneller geht bei dir. Ja, okay, ich muss sagen, so ein großer bemerkbarer Unterschied ist das jetzt, finde ich, nicht. Echt nicht? Nee. Oh, das ist schade. Vielleicht sollte man eigentlich auch lieber auf den nächsten sparen. Wie teuer ist der nächste? 150. Oder man holt sich einfach ein großes Backpack. Das lohnt sich, glaube ich, mehr. Ja, glaube ich aber auch. Das heißt jetzt hier erstmal den nächsten holen. Wie teuer ist ein Backpack? Ich meine 50. Ja, dann hole ich mir erstmal ein Backpack. Dann kann ich direkt sammeln und dann... oder man spart. Oder man spart für diesen Extra-Zugang dort hinten. Es gibt ja diesen Extra-Zugang da. Ja. Der kostet aber 200. Ich weiß aber auch nicht, ob es da bessere Geister gibt. Das kann ich dir nicht sagen. Hier ist ein bisschen zu viel los. Ah, hier kriege ich nichts mehr ab. Es sind aber auch ziemlich viele Leute hier für so eine kleine Karte. Ja, ne? Die Geister sind dafür sehr beschränkt, muss ich sagen. Da bekommt man nicht wirklich viele Geister, finde ich. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist die Hintergrundmusik. Die ist auch so ein bisschen, ja, spooky gemacht, also so ein bisschen gruselig, finde ich. Ja. Das ist echt gut gemacht. Jeder Geist hat ja auch eine Stufe, wie man sehen kann. Zum Beispiel jetzt steht über Ghost Normal. Und es gibt aber auch noch andere. Da war vorhin einer, der war Spidgy oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was darüber stand. So, Shaggy war es. Was auch immer genau. Shaggy heißen soll, oder vielleicht meinten sie ja Shiggy von Pokémon. Ich habe jetzt den anderen Rucksack, ja, der hat jetzt ein Volumen von 8. Ah, okay, das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Das ist jetzt auch nicht so viel, nee. Ich dachte jetzt mindestens 10, aber naja. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich sparen soll oder mir einfach einen größeren Rucksack kaufen soll. Ja. 54, ich glaube, ich kaufe mir einfach einen größeren Rucksack, einfach mal, damit wir ein bisschen hier alles testen können. Also bye. Ja, ich finde das halt praktisch, weil dann kann man direkt mehr sammeln. Nicht immer nur 5 Stück und dann zurück. Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie viel Geld kostet, aber das ist ganz schön teuer. $250 kostet einfach 120 Robux. Das ist nicht wenig. Nee. Das ist echt nicht wenig. So, ich habe jetzt auch diesen 8er Rucksack. Ist schon mal ganz gut. Das heißt, pro Durchgang sollten wir dann so um die $36 bekommen, wenn ich jetzt das Ganze richtig in Erinnerung habe. Aber das ist... Naja, viel ist es auch nicht, ne? Oh, du hast ihn fliehen lassen, das war ja, der jetzt. Hab ich gemerkt. Ich dachte, man kann ihn noch ein bisschen weiterziehen lassen, aber... Ja. Wurde wohl nichts. Nee, das wurde garantiert nichts. So, mein Rucksack ist jetzt voll, der 8er Rucksack. Jetzt gehen wir die Sachen mal abgeben, die böse Kraft. Ja, die muss man abgeben. Ich weiß auch gar nicht, ob die verschiedenen Geister... Zum Beispiel steht jetzt hier Shaggy drüber, dann hier wieder Shaggy. Ob das irgendwie so Raritäten sind, weißt du, so Stufen, sag ich mal. Ja, ob es vielleicht für die auch mehr gibt. Aber eigentlich, wenn ich auf Shaggy gehe, haben die immer so eine Art Helm auf. Gehe ich jetzt zu normalen, haben die keinen Helm auf. Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob die Ich seh's. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die mehr bringen. Also die normalen Geister. Das steht aber auch nirgends. Nee. So, du klaust mir den nicht, Kollege Joker. Oh, er kann doch den anderen nehmen. It got away, was? Okay, das ist ärgerlich. Besonders, er stand neben mir. Ach. Okay, so 8 von 8. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben $4 und wenn ich jetzt da hingehe, würde ich schätzen, habe ich so um die $43. Mal gucken, ob ich richtig liege. Und 48, okay, knapp dran. 48? Oh. Das heißt, ich müsste theoretisch 3 Durchgänge noch machen, damit ich diesen Zugang habe zu dieser anderen Welt. Ja, sollen wir das dann machen? Würde ich sagen. Wir machen einfach hier an dieser Stelle einen kurzen Cut, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind jetzt hier an dieser Tür und wir werden jetzt mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Da sind auf jeden Fall noch andere Geister. Man kann das öffnen für $200, wie schon erwähnt, und das machen wir jetzt. Kaufen, zack. Und jetzt haben wir so einen großen Park quasi fast für uns. Und hier sind wieder andere Geister. Hier, Swave? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Schau mich aus hier. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir genau die gleiche Geldanzahl bekommen. Das interessiert mich jetzt mal. Wenn wir jetzt diese Geister hier jagen oder halt die anderen. Und ich glaube, hier ist noch ein anderer. Oh ja, ich seh's. Das ist der Waldgeist. Ja. Es wäre auch irgendwie... Einfach ein Rentiergeweih drauf. Ja, ich hab's gesehen. Sieht auch ziemlich cool aus. Ja. So, okay, hier ist dann nichts mehr. Da hinten kann man etwas öffnen für 500. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Und kann man da auch was abgeben? Schau mal ganz kurz nach. Das wäre cool.
Weil da muss man nicht da immer. Muss er nicht, aber man genau, kann da zur Base. Da so man kann sich da zur Base teleportieren lassen. Ah, okay. Kostet das denn was oder ist das gratis? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gratis. Würde ich jetzt mal schätzen. So. Aber wir sind einer der wenigen. Der Typ, der ist bestimmt ein bisschen genervt jetzt dadurch, dass wir jetzt hier sind. Weil er gerade noch alles für sich hatte. Okay, ich habe jetzt 6 von 8. Ich habe 5 von 8. Hier spawnt aber nichts mehr gerade. Da hinten sind die Forest-Geister. Ja. Den nimmst du dir natürlich. So, natürlich. Ich glaube, je näher man am Zombie ist, Zombie sage ich schon, am Geist ist, umso schneller geht es. Kann das sein? Meinst du? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist relativ gleichmäßig. Ich hätte auch erwartet, dass, sage ich mal, je nachdem, was für ein Geist das ist, das unterschiedlich schnell geht. Aber ich finde, irgendwie sind alle gleich. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, kann auch sein, dass mich das hier gerade täuscht. So, ich bin jetzt so gut wie voll. Noch einer? Ja, ich den bin auch voll. Schnapp ich mir. So, jetzt bin ich gespannt. Sonst haben wir immer so 40... Nee, so. Doch so um die 40 bekommen. Water Pack kostet 300. Oh. Water Vacuum? Nee, wow. Ist ein bisschen teuer. Base, ja, man kann sich zur Base umsonst teleportieren, aber man kann sich dann erst wieder in 180 Sekunden zurück teleportieren und wir bekommen... Kann man denn hier... Guck mal, 67. Ist schon mal mehr, ne? Park. Und geht das? Park. Nein, ne? Ja. Teleport, nicht ready. Gut. War auch ein bisschen zu erwarten. Aber gut, Leute, das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Leute, einfach mal den Daumen nach oben da lassen, liken, um uns zu unterstützen. Kostet nichts, abonnieren kostet genauso wenig. Also, Leute, liken, abonnieren, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.